Und willkommen zurück zum Katastrophen-Let's Play der besonderen Art. Oh Mann. Das war ja eine Aktion hier gerade mit dem Clay. Ich glaube mal, wir machen jetzt mal hier unsere Kiste leer. Ah, schöner Scheiß morgen hier, ey. Oh Gott, Alter. Warum werde ich kein Hartz-IV-ler? Da kann ich mir eine scheiß Wohnung vom Staat stellen lassen und muss nicht selber eigentlich hier aus Clay bauen. Drecksloch hier. So, was für eine scheiß Insel sind wir überhaupt gelandet? Na, Feierabend. Frühstück brauchen wir keins. Wobei, jetzt mal ein bisschen Gammelfleisch hier. Guten Appetit. So. Meine toxischen Werte entsprechen jetzt ungefähr meinem ja, Sinneszustand. Könnte ich noch ein bisschen rausgeschlagen? Ein bisschen vielleicht. Warum ist meine Stimme schon wieder hier? Was ist los? Zum Glück haben wir hier überhaupt noch ein bisschen Clay. Also, mangeln tut es uns nicht an Clay, aber es ist halt trotzdem so unnötig. Es ist halt einfach so endlos unnötig. Ach ja. So, hier hinten habe ich noch welches gesehen. Habe ich sogar noch ein bisschen mehr. Sehr schön. Ah ne, das ist das Gestein. Okay. Dann also doch nicht hier oben. Nur da oben das. Ah, super. So, da sollte aber langsam auch genug haben. Ist noch welches? Habe ich erstmal keins. Gut, dann gehen wir mal an den Strand. Ja, wir haben, ja, okay. Wir haben ja jetzt genug auf jeden Fall. Sehr schön. So, dann müssen wir das genau direkt einschmelzen. Schnauze. Ich hasse euch alle. Tierfreund am Arsch. So. Renn damit dir, du Scheiße, du. Wie sieht's aus mit Kohle? Ah. Kohle sieht gut aus. Haben wir keine Holzkohle mehr? Na. Hat die nicht Holzkohle gehabt? Und, ach doch, da. Ich bin auch blind, Alter. Blind wie so ein Froschkönig, ey. Renner mit dir, du Arsch. Hasst euch alle. So, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da. Oh, ist kein Platz mehr. Ah, super. So, am besten gleich mal einschmelzen. Haben ein bisschen mehr Platz. Ich würde am liebsten das Lager auch in so eine offene Konstruktion machen, dass wir quasi oben, also dass wir halt keine Fenster drin haben, weil passt eh nicht rein, sondern dass wir quasi oben in der Decke so eine, Gott, wie heißt denn sowas? Ja, also quasi zwischen der Mauer und dem Dach, das quasi. Das Dach nicht direkt auf der Mauer aufliegt,
sondern quasi noch ein bisschen hochgestützt wird und da quasi ein Spalt entsteht, wo dann halt Licht reinfallen kann. Wisst ihr, werdet ihr ja sehen. Ich das meine. Ich hoffe, es wird cool. Ich hoffe, wir müssen jetzt erstmal ewig auf diese Kacke hier warten. Vor allem, wir können auch währenddessen nicht in der Weltgeschichte rumrennen, weil das Ding ja hier aktiv bleiben muss. Ich kotze schon wieder so ab, ihr Alter. Oh Mann, oh. Hä? Hey, jetzt ist das Wetter doch gewachsen. Leck mich doch, Arschloch. So, was könnten wir hier. Komm, wir machen schon mal die ganzen Dwarver. Machen wir schon mal. Da brauchen wir Holz für. Nicht gerade wenig. Wir brauchen sowieso noch Holz. Okay, komm, dann nutzen wir mal die Zeit, während der hier alles schön einschmilzt und fällen mal hier ein paar Bäume. Mal wieder. So. Wo ist meine Axt? So, wir werden nämlich gerade für diese Dinger, die da hochgehen, auch noch eine Menge Holz brauchen. Da der, wie gesagt, immer für die Dwarver an sich. Ist ja, ne, besteht aus Kisten und aus Holz und sowohl Kisten als auch Holz braucht Holz. Ja. Diese scheiß Endermänner, Alter, zum Glück habe ich dieses Mob-Griefing deaktiviert. Sonst wäre die gesamte Welt schon komplett im Arsch. Wobei ja Wusi, glaube ich, damals die Rate, also die Wahrscheinlichkeit, in der sie Blöcke bewegen, runtergesetzt hat. Aber trotzdem, das war ja, ich weiß noch, das allererste Mal, ich weiß gar nicht, ob das auf dem Server war oder im Let's Play war. Oh, was ist denn hier los? Auf jeden Fall, ja. Das erste Mal, als ich die Dinger kennengelernt hatte, ich weiß nicht. Du hast 5 Minuten gespielt. Und das Problem ist, wenn du irgendwo spielst und eine Basis hast, also ein Haus baust, dann tauchen ja dann nach und nach immer mehr auf. Und da waren irgendwann so drei Endermen. Und ich weiß nicht, nach 5 oder 10 Minuten Spielzeit sah die Welt schon aus wie nach einem Kometeneinschlag. Komplett zerflügt. Ne? Also. Nicht nett. Gar nicht nett. So, überhaupt nicht nett. Was denn du hier? Oh, fuck my life. Oh. Tauscht mal euch bei dir aus. Muss nicht immer so rumwedeln hier. Hallo? Geht doch. Ein paar Bäume fällen, das ist schön. Ein paar Bäume fällen, das macht Spaß. Ein paar Bäume fällen ist gut für die Umwelt. Ein paar Bäume fällen, das macht Spaß. Ein Lied gesponsert von der Papierindustrie. Oh, ich hab schon wieder vergessen. Oh, wie diese Umschalttaste drücken, Alter.
bräuchte mal eine Mod, wo die Bäume einfach immer gefällt werden, also da komplett gefällt werden. Weil das macht von deinem Hausbau unmöglich, weil du halt da einen Block laufen, dann kann das gesamte Haus weg. Aber okay, ist ja egal. Sowas interessiert ja keinen. Also mich so jetzt gerade nicht. So, wie viel Holz haben wir mittlerweile schon? Oh, sollte reichen. Sollte soweit so gut reichen. Also wir haben, wir wollen, wir bauen, wir brauchen. Erstmal hier Clay nachfüllen. Jetzt schätzen wir schon vorbei. Ach nee, noch nicht. Hey, ich brauche das Scheißding ewig. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch traurig, Alter. So, wir brauchen jeweils 9 Dwarver und das 4-mal. Das heißt 9 mal 4, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und dann, wie war das jetzt? Nach 3 kommt die 5, nein, nicht die 5, sondern die 4 kommt nach der 3, genau. Das heißt dann, wo war ich? Ich war bei 11. Also 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 brauchen wir. Genau, 4 mal 29, so war das, ganz genau. Ja, das heißt, wir brauchen 20 Dwarver und dann, auf los geht's los. So, du da rein. So, warte mal kurz, für 36 Dwarver brauchen wir, oh Gott, 36 mal 8, also jetzt ist aber wirklich heftig hier, ne? Das sind 72, 280, 288, hat das hin? Doch, 288 hat hin. Alter, ey, Ronny und rechnen ist ja, ja, geht immer nur ein, oh, leck doch mal Arsch, du und so, was ist los mit dir? Ja, irgendwie ist auch keine Ahnung. Das frage ich doch nicht. So, 128, reicht das schon aus? 128 durch 64. Das müssten ja mehr als 4 sein, auf jeden Fall. Also 4 Stacks reichen auf jeden Fall nicht. Ich mach nochmal ein Stack. So, das sollte es aber reichen. Ach, hier gibt es auch nicht diese schöne Kreisfunktion. Mann, warum gibt es kein Unified Inventory für Mindclone? Jetzt muss ich das hier manuell machen. Das ist ja scheiße, ist das ja. Das reicht doch nie im Leben. Obwohl doch, könnte reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt doch perfekt. Bumm, 36. Ja, da voila. So, und jetzt muss ich noch mit dem restlichen Holz auf diesen 36 Kisten 36 Dwarver machen. Wie war das? Wie viel brauche ich pro Dwarver? 4 Stück, glaube ich, ne? Dwarver. Ist ja egal. Ach, 6 Stück brauchen wir. Och, nö. Warum so scheiße teuer immer? Ihr seid doch bekloppt, ihr seid doch. Das heißt 36 mal 6. Das sind 36 mal 6. Das ist, wow. 180, 216? Oh, das sind bis 116? Scheiße, Alter, ich brauche einen Taschenrechner. Warum habe ich denn so einen Taschenrechner liegen? Ist doch scheiße. Oh, fuck my life. Mann, ich will Creative Server. Könnte ich das jetzt zum Spawn gehen? Dann habe ich einen Taschenrechner. So weit brauchen wir ja nicht mal. Ich bin gerade komplett raus. Kann man hier irgendwie Notizen machen? Irgendwie? Ich brauche was zum Schreiben. Hilfe! Ist doch egal. Da haben wir halt ein bisschen zu viel Holz. Wenn es zu viel wird. Ist ja auch komplett shitty egal los. So. Ach komm, ja, hier. Passt. Holz haben wir. Holz kann man eh nicht genug haben, also zu viel haben. Von daher, fuck off. So, kommst nach da, kommst nach da, kommst nach da. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. So, 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 so. Perfekt. Ja, das war eine schwierige Geburt, ey. So, wie weit bist du? Ich krieg noch Albträume wegen dem Scheiß, Alter.
So, es wird schon wieder dunkel, kann das sein? Ja, egal. Fangen wir mal an hier. Ah, da. Geht das so? Nee, na, scheiße. Ach, fuck, die fickt die Henne. Geht nicht. Krise hier. Muss ich mir auch noch so ein scheiß Replacement-Tool bauen hier? Oder haben wir schon eins? Doch, wir haben schon eins fürs Dach, hatten wir eins gedingsterbumstert. Sehr schön. Replacement-Tool, Replacement-Tool, Tool-Tool. Da. Mal gucken, ob das auch mit diesen Dwarven funktioniert. Habe ich noch nie probiert. Aber müsste eigentlich funktionieren. Ist ja, ein Dwarver ist ja an sich auch ein ganz normaler Block, ne? Ach, komm, jetzt mal hier Feierabend machen. Ja. Schlafen gehen. Was ist das Träumen? Was? Geht doch. Habt ihr wirklich gar nicht gehört? Ach scheiße, was? So, schon mit dir. Dieser Enderman, Alter, der geht mir so hart auf den Penis. So, dann kopieren wir jetzt erstmal den hier. Ja, es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Ah, es funktioniert nicht. Scheiße. Nee. Nee, es funktioniert nicht. Okay. Dann machen wir es halt auf die altmodische Art. Ich brauche ein bisschen mehr Sand. Ach, leck mich doch fett an die Plattenteller. Machen wir jetzt mal schöne Holzwand dahin, Sandwand dahinter. Hallo, ich will ge So, jetzt aber ja. Bam, 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 perfekt. So, jetzt habe ich die Kalumne. Ich habe was abbauen hier. Können wir jetzt ins Goldtaler für easy. Wer macht denn so einen Scheiß hier? So. Sehr schön. Die Dwarven sind also schon mal fertig. Da können wir schon mal die Holzbalken hochziehen. Solange wie die Kacke hier noch braucht zum Einschmelzen, ist ja ein Träumchen hier. Ach, ist ja bescheuert. So, was soll ich das? Genau. Die Erde wieder wegpacken. Den Stack nehmen wir einen Halmstack mit als Baumaterial, falls wir uns irgendwie hochbauen müssen. Ja, und das Eichenholz ist das natürlich schon wieder. Ach, siehst du, weil wir hier. Okay, komm, wir holen uns nochmal ein bisschen Eichenholz. Das ist ja hier. Kriegst du ja die Krise, kriegst du da ja. Zum Glück haben wir das Eichenholz direkt hier vor der Haustür. Das macht die Sache etwas erträglicher. Der Hunde rum mit den Globs, ja. Was ist denn los mit euch? Na komm, weg hier.
hier noch ein paar Bäume gepflanzt, damit es dann ganz noch ein bisschen lebhafter hier aussieht. Ich muss darauf achten, dass nicht zu viele Bäume hier auf einem Fleck wären. Wobei es auch nicht so schlimm wäre, komm hier. Hier was. So. Kommst du am besten mal weg hier? Dafür kommst du noch hier unten. So. Oh, der Spitzhacke ist gleich leer. Ah komm, einen schaffen wir noch hier. Dann ist die Spitzhacke auch definitiv weg. Ja. Sag ich doch. Hold on. Easy, sollte noch langsam reichen. Irgendwo noch Holz vergessen, was im Forum liegt? Nee, ne? Hütchen. Dann haben wir jetzt ein bisschen Holz. Wir haben nicht mal ein Stack, wir haben gerade mal einen Halmstack bekommen. Gott, Alter, okay. Also doch nicht genug. Scheiße, jemand dann. So. Andererseits sollen das in der Mitte eigentlich nur Trenner sein. Das heißt, wir brauchen gar nicht so hoch, sondern hier reicht eine Höhe von 3 eigentlich aus. Aber das nehmen wir doch hier. So, also wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Ich mach. Haben wir irgendwas? Ne, wir haben nur Eisen. Ach, scheiße. Na gut, also nochmal eine Eisenaxt. Für Diamant haben wir noch nicht genug Diamanten. Welch tragisches Spiel. Da da da. Da da. Dankeschön. So. Danke, bitte, bitte. So. Wisst ihr, wir können gleich mal hier ein bisschen Cobblestone reinmachen. Ja, der Fußball wird auch wieder aus Cobblestone. Das sieht einfach. Oder wir könnten auch Stiege, sieht vielleicht, ne, wenn die Wände aus Bricks wären, also aus diesem Ziegel, dann würde das hier als Boden vielleicht doch tatsächlich eher passen. Ich meine, Stein haben wir noch genug. Wir machen es einfach mal. Ich packe erstmal die 3, die wir haben, hin. Gucken, ob das vom Gesamtkontrast her passt. Doch, 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 das war wunderbar. So, wir brauchen, keine Ahnung, ich mache ein paar. So, lalala, das war auf jeden Fall zu wenig. Das war viel zu wenig. Wir brauchen auch nochmal 12, wir brauchen nochmal 13 Stück. Ja, das passt also nicht. Scheiße. Fick die Hände. Wir haben ja hier noch diese komischen Slabs und so ein Kack, ne? Achso, 3 Stück haben wir nur. Ah, 3 können wir nicht rekombinieren. Ne, das wird nichts. Oh, dann brauchen wir also nochmal Clean Stone. Ja. Du kommst mal noch mit nach da unten. Easy. Clean Stone macht man aus Stone. So. Ah ja. Langsam. Ne, das wären gerade mal 32 Blöcke. Wir brauchen 72. Wir haben also gerade. Wir haben nicht mal die Hälfte. Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Oh, ist das traurig.
Mann, brauchen wir wirklich lange. Ich glaube, wir sollten uns doch mehrere Öfen bauen. Das ist ja ein Träumchen. So, wir brauchen noch 12 Stück. Das heißt, wir brauchen noch mal 4. Es gibt immer nur mal 4er-Dinger. Und bei 13 Stück, ne, geht leider 12 nicht. Heißt also, wir bräuchten 16. Ach, komm jetzt hier. Was tue ich hier gerade? So. Bam. Ganz so schon direkt wieder weg. Bevor ich hier noch einen Anfall bekomme. So. Und dann wieder Clay rein. Ich mach gleich den ganzen Stack rein. So. Okidoki. Dankeschön. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Komm jetzt. So. Da. Sehr schön. Wie gesagt, hier kommt dann später alles zugemauert. Wenn wir endlich mal genug Bricks haben. So, dann packen wir euch mal wieder weg hier. Bumm. Stattdessen darf ich immer noch schon wieder Holz sammeln, weil das ja bei der weiteren noch nicht gereicht hat. Hier sollten wir noch ein paar Bäume machen, ne? Sieht hier so kahl aus im Vergleich zu dem. Machen wir da direkt ein paar hin. Hier so zum Ba. Ja, da wird garantiert doch einer wachsen. Ach Gott, die sieht man später nicht. Oh, ist überall Kacke. Da werden sich ja die Umweltschützer freuen, die haben sie direkt ein gefundenes Fressen. Oh. Oh. Passt. Okay. Das Problem ist halt, dass die Bäume halt relativ klein sind und man pro Baum gerade mal 4 bis 5 so eine Dinger bekommt, ne? Ist natürlich, wenn man auf Massenproduktion geht, natürlich dann doch eher wenig. Aber was willst du machen? Und Truppenholz würde scheiße aussehen. Ist. Ich meine, wenn wir Truppenholz nehmen könnten, dann könnten wir auch hinten den großen Baum fällen. Aber wie gesagt, Truppenholz würde von der Textur her scheiße aussehen. Die Blätter hier diesmal natürlich nicht. Wir nehmen mit dem Ding da. Was auch nicht weiter schlimm ist. Aber immerhin schon wieder mal Stack zusammen. Sehr schön. Wie viel Holz brauchen wir denn noch? Also, wir haben eine Spannweite von 7. Da bräuchten wir 4 Balken drauf, plus um noch ein Längsbalken. Das wären also 5 mal. Holy shit, was hier gerade passiert. 5 mal 7. 35 kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Das sollte also bisher schon kein Problem sein. Da wechseln einfach mal 3 mit einmal. Easy. Gut, dann heißt also, wir gehen dann auch direkt mal low. Ach so, nee, wir brauchen ja 9 in der Länge, da es immer eins übersteht. Außerdem war 7 falsch. Wir haben so schon 9. Wir brauchen also 11 mal 5. Also 55. Das kriegen wir zwar auch hin, aber da merkt man schon, wie scheiße viel Holz wir brauchen. Ist doch scheiße. Upsala. Klar, getötet von Blättern. Willst du mich verarschen, scheiß Baum hier? Ich fick deine Oma. Ach, cool. Darauf, ja, ich komme auf.
Ja, dankeschön. Oh, ein zu weit hoch. Sowas kommt von sowas. Yay. So. Okay. Und jetzt kommt das, was ich meine. Hier kommt quasi jetzt das rauf. Wobei ich gerade merke, doch, ich kann hier stehen und dann kann ich das hier so lang bauen. Das funktioniert also. So, und hier steht jetzt eine Lücke, ne? Und durch diese Lücke fällt halt natürliches Licht ein. Ja, ganz großes Kino, Ronny. Ganz großes Kino. Daran erkennt man die richtigen, echten deutschen Ronnys. Oh, sieht man später nicht mehr. Ich werde mal direkt machen wieder. Sehr schön. Ja, hat sich voll gelohnt jetzt. Ach Gott. So, dann muss ich hier auch wieder rauf. Ist schon wieder dunkel? Fick doch die Henne. So, wie sieht's hier aus? Nicht gut. Gar nicht gut. Was ist so ein Trauerspiel? Boy. Na gut, würde mal sagen, nächste Folge geht's weiter. Ja, komm. Nächste Folge geht's weiter und dann geht's weiter. In dem Sinne. Ciao. Mit V. Und eine gute Nacht.